Jeder muss ein Clunk werden. Nein, danke. Mir geht's gut so. Geh weg. Smurgatha, ich werde dich beschützen, Baby. Mach dir keine Sorgen um... Oh! Geht's dir gut? Oh, geht schon. Hört euch nicht dagegen, ihr werdet... Ah! Es gibt keine Chance. Ah! Keine Chance. Wie kannst du es machen? Wir sind gerettet. Jax, wir fallen immer noch. Nimm das! Nein, mein Auge! Was ist denn hier los? Kannst du uns helfen? Natürlich! Los geht's, Jax! Ragatha, kommst du auch, oder was? Endlich wieder zu Hause! Mein Knopfauge, ich habe es verloren. Meinst du diesen Knopf? Oh, das weckt Erinnerungen. Wovon redest du? Oh, ich dachte nur das. Nun ja, ich erzähle es dir besser. Deine echte Geschichte! Wow, viel Glück an deinem ersten Tag. Ich hoffe, du findest viele Freunde. Liebe dich! In Ordnung, Ragatha. Atme einfach. Die Schule kann nicht so schlimm sein, wie ich denke. Hey, du komische... Hey, Neuling. Ich war ein wenig nervös, aber ihr scheint freundlich zu sein. Ja, freundlich. Schöne Haare, Tischleife. Passiert das wirklich? Echte Freunde? Endlich jemand, mit dem man spielen kann. Oh ja, ich kann es kaum erwarten. Ich wollte schon immer mal ein Picknick machen. Die Schule wird großartig sein. Hey, die komische spricht mit dir. Die da drüben. Ich wollte dir nur noch einmal sagen, wie sehr ich dich lieb habe. Tschüss, Mama. Ist sie drin? Sag doch sowas nicht. Wie fühlt es sich an, eine Verrückte als Mutter zu haben? Kann sie überhaupt richtig gehen? Bitte hört einfach auf. Was denn jetzt, deine Mami? Keine Lehrer in der Nähe. Halt still. Nimm das, du Komische. Schau, was sie mir angetan haben. Warum kannst du nicht eine normale Mutter sein? Ragatha, komm her. Alles wird gut sein. Du musst dich beruhigen. Hör auf damit. Du verstehst es nicht. Ich bin wirklich hungrig. Ich kann ja nicht mit dir. Ich wollte sowieso nichts davon. Was? Wo kommt das denn her? Du hast dein Mittagessen vergessen, Schatz. Oh, ich wollte nicht, dass du dein Mittagessen verpasst. Hä? Mama, du musst jetzt gehen, bitte. Okay, ich gehe mal. Sie haben mich nicht gesehen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr überhaupt gesehen, was sie dir da eingepackt hat? Nimm das! Warum tust du das? Das Essen ist sauber. Komm schon, spuck es aus. Sie hat es bestimmt was vergiftet. Hab ich getan? So siehst du viel besser aus. Ich halte das nicht mehr aus. Ich hab dir gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Ich wollte dir nur helfen. Ich dachte nicht, dass es ein Problem wäre. Du hast alles nur noch schlimmer gemacht. Ich muss Ragatha zeigen, dass mich nichts aufhalten wird. Ich schäme mich nicht. Deine Mutter hat dich mehr geliebt als alles andere auf der Welt. Hallo Mädchen, ich lasse Ragatha bei euch. Ich hab dir gesagt, dass das nicht funktionieren wird. Bis später, mein kleiner Schatz. Tschüss, Mädchen. Oh nein. Mein kleiner Schatz. Wo habe ich meinen Schatz gelassen? Warum muss ich wegen ihr leiden? Was? Warum kannst du nicht normal sein? Oh. Ich hasse dich. Oh nein. Ich will dich nie wiedersehen. Du hast es damals nicht realisiert, aber... Ragatha, komm zurück. Leider konnte ihr Herz den Schmerz nicht ertragen. Sie wollte immer nur das Beste für dich. Auch wenn du es nicht zu schätzen wusstest. Unwissentlich litt sie jedoch an einer schweren Krankheit. Aber du bliebst an ihrer Seite. Mama, ich habe nur... Es tut mir so leid. Ich kann es kaum erwarten, ihr Gesicht zu sehen. Und jetzt, was ist das? Sie ist echt gut aus. Mama, du musst aufwachen. Es tut mir so leid. Ich möchte einfach nur, dass es dir gut geht. Dein Leben wurde immer schwieriger und schwieriger. Aber dann nahmen die Dinge eine schockierende Wendung. Hey, wo ist meine Mutter? Oh, du bist hier. Bitte, deine Mutter wollte, dass du ihn bekommst. Ein Brief von meiner Mutter? Sie gab ihn mir vor etwa 2 Stunden. Sie war eine Kämpferin. Warum kann ich nicht mit Nun, ihr sprechen? Es tut mir leid, wir haben alles getan, was wir konnten. Ihr letztes Wort war dein Name, Ragatha. Was? Es tut mir sehr leid. Nein, wie konnte das passieren? Warte, Kleine, bitte komm zurück! Es ist alles meine Schuld! Ich hätte nie diese Dinge sagen sollen. Was wolltest du mir sagen? Sind das deine letzten Worte? Liebe Ragatha, ich muss dir etwas sagen. Als du ein Baby warst, wurdest du ein wenig anders geboren. Es mag seltsam klingen, aber du wurdest nur mit einem Auge geboren. Natürlich hast du dich nicht darum gekümmert. Du warst ein glückliches Baby. Komm her, mein kleiner Schatz. Ich habe dich immer von ganzem Herzen geliebt. Und ich weiß, du hast ja, mich geliebt. Du warst ein besonderes Mädchen. Wir waren so glücklich. Aber eines Tages habe ich etwas sehr Wichtiges erkannt. Mit nur einem Auge würdest du ein schwieriges Leben vor dir haben. Und das hat mich besorgt gemacht. Deine Probleme schienen zu wachsen und dein Erwachsenenleben wird sehr schwierig werden. Also habe ich beschlossen, etwas zu tun.
Mit diesem Brief möchte ich dich wissen lassen, dass ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, damit du ein besseres Leben haben kannst. Ich bereue nichts. Ich hoffe, du kannst mit meinem Geschenk etwas anfangen. Ich beschwere mich nicht. Ich liebe dich einfach so sehr. Ich könnte dir nicht weniger geben. Irgendwann wirst du verstehen, wenn du auch Mutter bist. Jedes Opfer wäre es wert. Wie geht es dir, Schatz? Dein schönes Lächeln zu sehen, war die einzige Belohnung, die ich brauchte. Und nach all dem, was passiert ist, weiß ich tief in meinem Herzen, dass auch du mich liebst. Mama! Mama, warum hast du es mir nicht früher gesagt? Ich bin die schlimmste Tochter. Das ist alles meine Schuld. Dieser Brief hat alles verändert. Und du hast dich damit auch verändert. Ich kann die Dinge nicht so stehen lassen. Ich muss dir meine Liebe zeigen. Es muss einen Weg geben. Ehrlich gesagt habe ich ein wenig Angst. Das ist gefährlich. Aber ich möchte Mutter ihr Geschenk zurückgeben. Ich bin das nicht würdig. Ich muss es rausnehmen. Das ist für dich, Mama. Ah! Es ist erledigt. Nach der Schule gebe ich es ihr zurück. Ich muss es nur sicher aufbewahren. Offensichtlich würde es zu einem Problem werden, es dauerhaft zu verstecken. Ich werde diese Schachtel mit meinem Leben beschützen. Ich hoffe, ich treffe sie heute nicht. Wenig treffen. Was ist das, dein Mittagessen? Teil es mit uns. Nein. Nun, wer möchte schon etwas von deinem ekligen Essen? Hey, nein. Bitte gib es zurück. Hey, was ist das? Für meine wunderschöne Mama. Hört auf damit. Ist das echt dein Ernst? Ich flehe euch an. Deine Mutter ist ein Monster. Was ist das, eine Maske? Ich flehe euch an. Vielleicht weinen Kinder nicht, wenn man sie mit einer Maske sieht. Nimm deine komische Schachtel. Ich verstehe nicht. Was habe ich ihnen getan? Mama, bald wird alles vorbei sein. Mir ist inzwischen alles egal. Nichts, was ihr tut, kann mir wehtun. Hey, du, ich habe dir ein Familienporträt gemalt. Alles, was du brauchst, ist ein Schiff. Ich bin hier, Mama. Es ist Zeit, sich zu verabschieden. Es tut mir so leid. Ich verdiene dein Geschenk nicht. Du kannst es wieder haben. Mama, danke für alles. Ich hoffe, du kannst jetzt in Frieden ruhen. Ich verstehe jetzt, dass wir so schön sind. Vielleicht kann ich jetzt lernen, was Liebe bedeutet. Und jetzt sind wir am Ende angekommen. Ich möchte nichts anderes. Ich möchte dich nur zurückhaben. Und bald werde ich dich persönlich um Vergebung bitten. Und dann hast du etwas unglaublich Dummes getan. Ich glaube nicht, dass das ist, was deine Mutter gewollt hätte. Also habe ich beschlossen, dir zu helfen. Ich gab dir die Chance zu leben! Oh, mein kleiner Schatz. Ich werde dich nie allein lassen. Du schaffst das. Und so bist du hier gelandet. Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung, woher du dein Aussehen hast, obwohl ich zugeben muss, dass dein Stil echt einzigartig ist. Und deine Persönlichkeit, nun, du bist wohl das netteste Mädchen, das ich je getroffen habe. Eine Sache fehlt noch. Diesmal kannst du mein Geschenk nicht zurückgeben. Du siehst wunderschön aus. Hier beim erstaunlichen digitalen Zirkus findest du garantiert eine Familie, in der du glücklich wirst. Was ist passiert? Ist das mein Körper? Und das ist die Geschichte, wie du dein Knopfauge bekommst. Ich erinnere mich jetzt. Was? Ragata? Oh! Meinst du etwa, ich bin nicht schön? Nein! Es tut mir leid, aber du musst in den Keller gehen. Du zuerst. Hilfe! Wow! Hurricane? Lauft! Das muss wehtun. Hey Leute, wollt ihr spielen? Was? Das wird bestimmt lustig. Kommt schon, ich werde euch nicht allzu sehr wehtun. Jax, tu was. Was soll ich denn bitte machen? Sackgasse, Ende der Straße. Ist das so? Du wolltest, dass ich etwas tue? Du kannst mir nicht wehtun. Und überhaupt und... Jetzt bin ich an der Reihe. So leicht gebe ich nicht auf. Hör auf damit. Du gibst doch noch nicht auf, oder? Da kommt noch mehr. Hör auf damit. Nimm das. Du. Genug mit diesen Albernheiten. Ihr verliert. Erinnerst du dich an mich? Schau mal hier rein. Der Ausgang? Aber es gibt nichts mehr für mich in der realen Welt. Bitte, Ragi, beruhige dich wieder. Mama? Ich war immer hier, mein kleiner Schatz. Ich
wollte nicht. Es tut mir so leid. Mein Schatz. Verzeih mir. Verzeih mir, dass ich so eine schlechte Tochter war. Natürlich, ich liebe dich so sehr. Ich habe doch gesagt, alles wird wieder gut. Hey, Süße. Du siehst mal wieder bezaubernd aus. Umwerfen? Was sagst du da? Ich kann es gar nicht glauben. Sag nichts. Denn jetzt ist Showtime. Was? Ist das für mich? Pony, würdest du mich... Wow! Wieso ist da bitte mein Gesicht drauf? Was zum... Du meine Güte, ich bin dein größter Fan, schau! Nein, ich bin sein größter Fan! Nein, das bin ich! Ach ja? Dann zeig mir das doch mal! Halten die sich etwas über ihn? Hey, Ladies! Du hast genug geholfen, du kommst mit mir! Jetzt! Wow! Wir müssen ihnen entkommen! Nimm das! Sieh mal, rennen vor uns weg! Wir müssen sie aufhalten! Komm sofort zurück! Geht weg! Oha! Das war knapp. Das war Wir haben sie abgehängt. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Oh nein, sei leise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Häschen riechen kann. Er kann sich nicht ewig vor uns verstecken. Hab ich euch. Lasst ihn in Ruhe, ihr Verrückten. Autsch, das hat sicher wehgetan. Niemand darf mein Häschen haben. Was? Da drüben ist er. Schnapp ihn euch. Nein. Nicht wahr. Lauf. Lauf. Ihr könnt Wir müssen es zumindest probieren. Hilf mir mal damit! Warum verfolgen die dich? Das ist unmöglich! Das ist alles deine Schuld! Es muss einen Grund dafür geben! Ich habe überhaupt nichts getan, um das zu verdienen! Große Neuigkeiten! Die Beliebtheit des einzig wahren Jets steigt nach wie vor rasant an! Ist ja so cool! Kauft jetzt die Jets-Puppe, den Jets-Burger und das neue Jets-Album! Das ist ein Event, dass du berühmt bist! Und wenn ihr dafür bereit seid, könnt ihr Jets treffen! Zur Verfügung gestellt von mir! Jetzt wird mir einiges klar! Oh nein! Nein, wir sind hier! Er gehört uns! Was drüben! Wie? Ihr berührt ihn! Er gehört mir! Herr Jemine! Bitte nicht! Das gibt es doch nicht! Oh, die Ausgangstür! Jets ist so toll! Jets ist doch voll herkommen! Nehmt das! So, und du kommst mit mir! Wir verschwinden jetzt von hier! Wohin gehen wir, Pony? Das wirst du gleich sehen! Es müsste gleich... hier drüben sein! Wow! Oh nein, wir fallen! Ach du meine! Autsch! Geht es dir gut? Ja, das hat gesessen! Unglaublich! Ist sie etwa auch ein Jets-Fan? Warum? Entspann dich, Pom! Ich mach das! Verkauft euch dieses ganze Zeug! Er ist gleich da! Oh, mir ein Vergnügen! Hat er gerade... Das gibt es doch nicht! Du mieser Kerl! Dir werde ich zeigen! Was hast du getan? Es ist nicht, wonach es aussieht! Was ist es dann, du mieser Verräter? Meine Güte! Bitte tu mir nichts! Dann bezahl für all das! Es tut mir leid! Was ist das? Was passiert hier? Meine Güte! Ich kann es nicht glauben! Nein! Bitte, hört auf! Ich krieg kaum Luft! Nicht meine Ohren! Das ist mein Freund! Nein, Jax, bleib bei mir! Ja. Was hast du gesagt? Nicht gut. Mädels, einer nach dem anderen, bitte! Vielen Dank! Stellen Sie sich bitte an, du Lady! Du verkaufst dir Jax Sachen! Ganz genau, mich interessiert Jax nicht. Ich liebe nur das Geld so sehr. Ist das nicht fantastisch? Was? Was ist denn da los? Pony, wirst du etwa... Ich halte es nicht mehr aus! Glaubt ihr wirklich, ihr könnt ihn jetzt gegen euch behandeln? Das werde ich nicht weiter zulassen! Hier, Mädels, schnell! Was guckt mich an? Ich will nicht gefressen werden! Es tut mir leid! Zeit, woanders spielen zu gehen! Das nächste Mal werden wir dich kriegen! Mein Geld! Oh nein! Bitte hilf mir! Was? Mein Körper macht komische Dinge! Ich hatte echt eine gute Zeit, aber was soll's? Zeit, dass wieder alles normal wird. Yeah!
Und nun ein perfekter Fang. Hab dich. Das war ganz schön knapp. Danke, Jax. Was soll ich jetzt nur tun? Kane, du Verräter. Ich hab da eine Idee. Oh, meine Damen, das ist wirklich wunderbar. Kauft euch Küsse. Oh nein, sie sind zusammen. So viele? Hey, was ist das? Lasst mich hier raus! Ich halte das nicht länger aus. Es verzerrt mich von innen. Zubin, was ist los mit dir? Wirst du dich verwandeln? Natürlich werde ich das nicht. Dieses Ding versucht, die Kontrolle über mich zu erlangen. Warum kann ich die Ausgangstür nicht finden? Oh nein! Zube, ist es schon zu spät? Ich helfe dir! Hier, Ragatha, nicht! Es tut mir leid, aber es ist schon zu spät. Wir können nichts mehr tun. Sie leidet. Zube! Na los, wir müssen hier weg. Bin ich ganz allein? Oh, es übernimmt die Kontrolle über mich. Irgendjemand, Hilfe! Oh nein, Leute, sie hält das nicht mehr aus. Arme Zube. Oh nein. Ich kann doch nicht mehr zusehen. Ich bin gekommen, um die Welt zu beherrschen. Das war's doch wohl mit uns. Was? Hast du sie etwa gerettet? Ich wollte ihnen wehtun. Zusammen können wir das bestimmt schaffen. Was für eine Art von Trick soll das... Bubble, was ist mit mir? Wir sind Freunde, erinnerst du dich? Wir hatten jede Menge Spaß zusammen. Du hast recht, mein Freund. Er hat es geschafft. Ja, das hat er. Er ist so nett. Bubble, du solltest besser gehen. Ich kann es nicht mehr kontrollieren. Sie ist doch nicht. Ich werde euch zeigen, wie grausam das Leben sein kann. Nein, bitte. Ich werde sie aufhalten. Lauf so schnell du kannst. Vielen Dank. Dann wirst du eben die Erste sein. Nicht gut. Sie ist viel stärker als ich. Oh nein! Wie konnte sie nur? Ich werde nicht zulassen, dass du ihr noch etwas antust. Weg mit Hörst dir. Du mich? Und du auch. Lauf doch mal hier leben. Zu machen. Hast du was gesagt? Ich wollte nur... Nein, ich darf jetzt kein Feigling sein. Ich beschütze sie. Na komm schon. Ich werde nicht zulassen, dass du meinen Freund etwas antust. Das ist mein Ninja. Eigentlich nicht zum Lachen. Das gibt's doch nicht. Sie ist einfach zu stark. Nein! Ich kann immer noch kämpfen. Wir können nichts ausrichten. Lass uns einfach zusammen. Und ich habe versucht, sie aufzuhalten. Es tut mir so leid. Oh nein, wie romantisch. Mir ist jetzt alles andere egal. Ich liebe dich. Das war's. Nein, bitte warte. Ich kann nicht hinsehen. Sie wird uns alle erwischen. Oh nein, sie ist immer noch da. Nimm das. Danke, Pony. Das reicht jetzt aber, Monster! Ich kann es kaum glauben! Kane ist endlich da! Du wirst die beiden in Ruhe lassen! Ich habe nach dir gesucht, Kane! Gute Arbeit, Babo! Das kann nicht sein, der ist stärker als ich! Wir sind gerettet! Seine Kraft ist einfach überwältigend! Und das war noch nicht einmal meine finale Technik! Jetzt siehst du meine wahre Stärke! Das wird auf keinen Fall schaffen! Unmöglich! Lass mich dir dein Schicksal zeigen! Nein, nicht der Keller! Das kannst du mir nicht antun! Kane, ich werde lieb sein! Ich verspreche es! Mach es bitte nicht noch schwerer! Du weißt, ich liebe dich, mein Freund! Ich weiß, dass du meine Entscheidung verstehen würdest! Ich muss das tun! Kane. Zube, das ist das Beste für alle! Es tut mir so leid, Kumpel! Nein, auf Wiedersehen, nein, mein Freund! Nein. Das bricht mir das Herz! Mach's gut, Zube! Es tut mir so leid, Leute! Nein, das kann nicht wahr sein! Das hat sie nicht verdient. Ich werde mich für immer an dich erinnern. Meine beste Freundin. Doch. Ich kann es nicht glauben. Ist das endlich vorbei? Zube ist weg, meine Beste. Wir sind dafür noch da. Ich bin hier so froh. Oh, meine Liebe. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Bitte geh nicht. Und ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Oh, Herr, warum? Ich werde alles tun, um sie zurückzubringen. Und deshalb... Stopp diesen Wahnsinn. Was machst du, Psycho? Lass mich los. Ich werde deine Farben nehmen und sie verwenden, um meine Freundin wiederzubeleben. Du willst was? Hör auf damit. Das ist der einzige Weg. Was machst du? Nein, meine Farben. Ich hoffe wirklich, das reicht, um sie wieder zu erwecken. Du meine Güte, es funktioniert! Sie wird auferstehen! Was ist hier los? Machst du Witze? Es hat nicht gereicht! Das kann doch nicht sein! Ich werde nicht aufhören, es zu versuchen. Ich nehme mir einfach ihre. Das hier liebe ich wirklich sehr. Wir sind so süß. Ich liebe es. Sie wird die Blumen sicher lieben. Hä?
Wer ist da? Nun ja, muss der Wind gewesen sein. Sie ist direkt hinter mir. Okay, ich muss stark sein. Ja, ich schaff das. Jatza, ich wollte dir das geben. Jatza? Oh, meine Liebe! Was ist passiert? Oh nein! Was habe ich nur getan, um das zu verdienen? Das war Nummer eins. Ich weiß nicht. Komm schon, gib mir einen Kuss. Ja? Worauf bin ich getreten? Du hast meine Comedy-Maske zerbrochen. Oh nein, Entschuldigung, was kann ich tun? Warte, ich weiß. Ich gebe dir einfach meine. Aber Liebling, deine ist auch kaputt. Ach ja? Keine Sorge. Gib mir eine Sekunde, ich hole etwas Kleber. Er ist so nett zu mir. Gib mir deine Farben. Was ist das? Endlich habe ich mehr Farben. Wer ist als nächstes? Oh, Gengel. Gib mir meine Farbe zurück. Die gehören jetzt mir. Nicht gut. Jetzt habe ich ihre Farben. Zeit zu gehen. Schatz, ich bin zurück. Hä? Oh nein, halte durch. Ich habe deine Maske repariert. Sie sieht fantastisch aus, danke. Bitte, Gengo! Ich brauche mehr Farben. Oh, fantastisch. Oh ja. Deine Haare das sind so... Das sind sie. Okay, das ist meine Chance. Gib sie mir. Was passiert hier? Meine Farben verschwinden. Alles läuft bestens. Nur noch ein paar mehr. Hey, Pomni, ich mag dich wirklich. Ach du meine Güte! Zu spät. Ich hab dich. Halte durch. Was ist mit dir passiert? Bleib bei mir. Lass mich nicht allein. Oh nein. Oh nein. Wir kamen zu spät. Was ist das? Kanes Hut? Das war Kane. Das wird er bereuen. Mein Liebling, ich glaube, ich habe die Lösung. All diese Farben, meine Güte. Aber wo ist mein Hut? Ich brauche einen neuen. Ich musste schlechte Dinge tun, aber am Ende denke ich, hat es sich gelohnt. Das lassen wir nicht zu, Kane! Was zum? Sie sind hinter mir her! Du bezahlst dafür! Das werde ich dir niemals vergeben, du Monster! Jemine, lass mich sofort los! Gib ihre Farben zurück, sofort! Niemals! Und gib mir auch deine! Er ist zu stark! Das war genug! Ich habe es endlich geschafft! Jax, lass sofort los! Halte durch, Schatz! Es muss einen Weg geben! Vorsicht! Ihr könnt mich nicht davon abhalten, ihr eure Farben zu geben. Nein, Kane, tu es nicht. Es ist schon getan. Komm wieder ins Leben. Bitte, ich brauche dich. Das ist so seltsam. Wow, ich lebe wieder. Du bist zurück, mein Liebling. Ich liebe dich, Schatz. Was? Wo sind sie? Immer im Schlaf. Was hast du getan? Was hast du dir dabei gedacht? Du Monster. Was? Du hast den Leuten ihre Farben gestohlen. Oh, es ist nicht so, wie es scheint. Und das erinnert mich an... Mal sehen. Willst du mich heiraten, Liebling? Was? Machst du Witze? War das ein... Bist du verrückt? Was ein Haken, wie gemein. Sieh nur, was du angerichtet hast. Was ist das? Sein Stab. Was soll das machen? Vielleicht kannst du die Farben zurückbringen. Was ist passiert? Hey du, da wartet wer auf dich. Liebling! Ich habe immer noch was. Lass uns alle wieder auferstehen. Hey, Emine, ich dachte, das wär's gewesen. Danke, dass du mich gerettet hast. Gern geschehen. Ich glaube, ich habe noch etwas Farbe übrig, um sie zu retten. Bitte werde gesund. Mir geht es wieder gut. Was sollen wir jetzt tun? Ich fühle mich wie neugeboren. Dir geht es gut. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Liebling, meine Güte. Es ist fast vorbei. Was geschieht hier? Liebling! Mein Kopf tut weh! Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich kann es nicht glauben. Ich liebe dich. Ich habe es geschafft. Ich habe das Richtige getan. Oh weia, was ist hier los? Mein Kopf tut weh. Liebling, geht es dir gut? Wo bist du? Habe ich etwas Falsches gesagt oder was zum... Oh, Jax, die sind wunderschön. Uns geht es gut. Aber wo ist sie? Unmöglich, mein Schatz. Bitte wach auf. Ich werde dich retten. Kannst du mich hören? Wenn es wirklich notwendig ist, werde ich es tun. Natürlich werde ich. Für sie tue ich alles. Komm zu dir. Ich bin zurück. Ich hoffe, das funktioniert. Du bist du ja wieder. Schwach, aber danke. Du bist alles, was ich brauche. Was hast du? Willst du mich heiraten? Natürlich will ich. Du bist so besonders. Liebling, ich liebe dich. Nein, Kane, was machst du? Ich verwandle dich in eine Katze. Eine wirklich süße sogar. Nein, ich möchte keine Katze sein. Das war keine Frage. Verwandlung! Nein! Sind das meine Ohren? Was ist mit diesem Schwanz? Was passiert? Meine Katzenpfoten? Nein, warum? Mein ganzer Körper verändert sich.
nicht so schlimm. Yeah. Oh, sie ist entzückend. Oh, so süß. Was ist los? Ich fühle mich ein bisschen böse. Oh nein, sie kommt näher. Bitte nicht, Pony, es tut uns leid. Aber geht es ja nicht anders. Jetzt werdet ihr bezahlen. Ja, bitte hör auf. Nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Was hast du getan? Das werde ich dir nie verzeihen. Ich werde dich aufhalten. Oh, so langweilig. Oh, du hast verloren. Bester Tag. Hä? Was? Miau. So ein süßes Kätzchen. Schön du doch bist. Oh, ich liebe dich. Wenn du mich berührst, berühre ich dich auch. Mein Gesicht. Warum hast du das getan? Warum bist du so gemein? Kaninchen wie du müssen von mir gejagt werden. Keine Chance. Ich bin weg. Ich liebe es, wenn die Beute wegrennt. Jemand, hilf mir. Hier. Herr Jemini, ich denke, komm, ich bin schon jetzt sicher. Wo bist du? Oh nein. Du? Diese Ohren. Sie kommt näher. Was soll ich denn nur tun? Wo bist du? Mir läuft's echt den Rücken runter. Jaxi, Jax. Oh, ein Kätzchen. Ja. Eine entzückende kleine Katze. Schau dir ihren Bauch an. Ja. Wie ist das möglich? Sie ist hier. Nichts mehr weg. Das war knapp. Ich bin ja so verliebt in dich. Küss mich. Hey. Wir waren mitten in etwas. Die Katze kommt. Böse Katze? Sie ist direkt da. Oh nein. Was hast du denn? Wie dem auch sei. Ich liebe dich. Überraschung. Die böse Katze. Oh nein. Lasst uns Spaß haben. Oh nein, bitte. Sie ist stark. Das war einfach. Wer ist der Nächste? Oh nein, bitte tu mir nichts. Oh nein. Welch Missgeschick. Na los, Beeilung. Ich kann einfach nicht widerstehen. Ich muss. Oh, ich hab's geschafft. Zu spät, hau weg. Das ist meine Rache. Tschüssi. Rette mein Leben. Autsch, nein, meine Maske. Sieh nur, was du getan hast. Sie war neu. Das kleine Kätzchen will uns alle schnappen. Ziele gesichtet. Es ist zu spät. Sie ist da. Beschütz mich, Gänge. Jetzt nicht. Ich genieße es. Sie kommt immer näher, was sollen wir nur tun? Letzte Worte, Freunde, denn das ist euer Ende! Sie kommt, pass auf! Gänge! Das kann doch nicht sein! Du siehst so besser aus! Was hast du getan? Ich muss Hilfe holen! Mach sofort auf, bitte! Sie hat mich gleich eingeholt! Oh nein, das war's dann wohl! Ich kann einfach nicht aufhören, mit dir zu spielen! Spielen? Das ist es! Ich hab Spielzeug für Sie! Hier, Mietzi Mietz! Mietz Mietz! Yeah. Sehr gut! Spielzeug! Ich bin so verliebt! Ist das Spielzeug alles, was du wolltest? Oh, so süß! Na, tschüss! Das ist meine Schuld! Ich kann nicht glauben, dass es endlich soweit ist! Das ist wahre Liebe! Nicht wahr? Das ist der schönste Tag meines Lebens! Meine auch! Und hiermit eröffne ich diese Hochzeit! Oh, was ist das? Meine besten Freunde heiraten. Gänge, das ist ekelhaft. Warum sind so viele Clowns hier? Oh, sind die beiden nicht wundervoll? Oh, und nun darfst du die Braut küssen. Ist das wirklich nötig? Auf diesen Moment habe ich gewartet, meine Liebste. Wenn es denn sein muss. Wer war das? Ich war das. Ja. Kaufmoor hält euch alle zum Narren. Ich will nur diesen Narren. Ich meine, Ruhe. Ich habe keine Ahnung, wovon du da sprichst. Du versuchst eine Hochzeit zu ruinieren. Was? Aber das stimmt doch gar nicht. Du verstehst nichts von Liebe, hä? Lass es mich dir etwas verstehen. Hey, wirst du da etwa mit Kuchen? Weiß ich doch nicht. Ihr müsst mir glauben. Aufhören! Das Alte ist die Wahrheit. Du Verdammte! Okay. Vielleicht hat Bubbles recht. Geht es dir gut, Jax? Ja, danke. Lasst mich euch die Wahrheit erzählen. Es fing alles an, als Pomni auf mich zukam. Sie versuchte, ihre Gefühle mit Lachen und Albernheiten zu überspielen. Hey, Pomni, du siehst heute echt toll aus. Was nicht verwundert, da du ja immer toll aussiehst, nicht wahr? Immer sagst du. Und dann geschah es. Oh mein Gott, kann das denn sein? Diese verdammte Hase wird meine Rache zu spüren bekommen. Das ist so süß von dir. Hier, ich hab was für Blumen. Dich. Blumen! Für mich? Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Pom. Du bist so süß. Danke. Freut mich, dass sie dir gefallen. Bis später. Bis später. Hübsche Blumen. Entfachen wir diese feurige Liebe.
Ist sie nicht toll? Huh? Was ist das für ein Geruch? Ah, meine Blumen stehen in Flammen. Was soll ich machen? Verdammt, geht dich aus, du blödes Feuer. Ich liebe ihn so sehr. Huh? Jax? Verdammt, warte. Es ist nicht so, wie es aussieht. Trittst du auf meine Liebe? Pony, warte. Oh, so ein Mist. Es hat funktioniert. Kaufmoor bereitete Pomni ein Geschenk vor, welches total beschissen aussah. Was mache ich? Hey, Schönheit, ich wollte dir das geben. Danke, Kaufmoor. Ich gehe nun. Es hat dir gefallen. Er wurde so neugierig, dass er Pomni sogar in ihrem Zimmer beobachtete. Doch Pomni gefiel das Geschenk nicht, weshalb sie es wegwarf. Oh, sie hat mich belogen, wie fies. Was mache ich nur? Oh, ich könnte ihr diesen Spezialmuffin schenken. Er machte sich also auf den Weg, ihr erneut ein Geschenk zu überreichen, während ich die letzten Arbeiten an meinem Kuchen vollendete. Sein Kuchen sieht besser aus als mein Muffin. Als ich bereit war, machte ich mich auf den Weg zu Pomni. Oh, ich hab da eine Idee. Doch Kaufmoor konnte das nicht zulassen. Also stellte er mir eine Falle. Wer kommt da? Oh, Jax, du bist es. Dann ging alles ziemlich schnell. Ich stürzte zu Boden und der Kuchen flog mir aus den Händen. Ah, verdammt. Oh nein, der Kuchen. Ist alles... Pomni, pass auf! Das darf doch nicht. Ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Ich bin gestolpert. Oh, arme kleine Pomni. Lass mich dir zur Hand gehen. Danke, Kaufmoor. Ich wollte noch fragen, ob du mich heiraten möchtest. Oh Gott, Kaufmoor. Ich weiß nicht, aber okay. Und dann machte er ihr einfach einen Antrag, zu dem sie auch noch zustimmte. Ich konnte es nicht glauben. Er ist mir einfach zuvor gekommen. Pomni, warum nur? Dann verschwand er mit ihr in ihrem Zimmer. Was zum... Ist der da gerade in ihr Zimmer gegangen? Ich hatte ein schlechtes Gefühl, also bin ich ihm gefolgt. Als ich das Licht dann anmachte, konnte ich den Horror in meinen Augen sehen. All unsere Bilder wurden von Kaufmoor zerstört. Überall ragte nur noch sein Gesicht heraus. Er war wahnsinnig nach ihr. Dann schlug plötzlich die Tür zu. Was war das? Game over, Jax. Huch, das ist ja gar nicht mein Raum. Du wirst dich nicht zwischen mich und Pomni stellen. Warte, überleg dir das doch mal. Da! Ich bin gefesselt? Du bleibst genau hier, während ich Pomni heirate. Damit kommst du nicht durch, Kaufmoor. Aber das bin ich doch bereits. Dann holte er eine Bombe hervor und schmiss sie in meine Richtung. Ich konnte nichts machen. Tschüss, Hase. Ich pustete und pustete so stark ich konnte. Aber es half alles nichts. Ich sah dem Ende entgegen, als... Hey, Jax, was machst du da, Fesselspielchen? Du verbrennst dich in die Sicherheit. Hochzeit. Die Bombe geht gleich hoch. Was? Nein, Bubbles nicht. Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Das ist ein Bombenabgang. Und so war das. Er hat mir das alles angetan. Er war so eifersüchtig, dass er alles sabotierte. Oh mein Gott. Ist das wahr? Ist das du wahr? Du bist verrückt, Kaufmoor. Er lügt. Er will doch nur unsere Hochzeit zerstören. Pomni, meine Liebste, du musst mir glauben. Ich weiß nicht. Ich kann einfach nicht. Wir haben Beweise. Seht. Die Bilder. Kaufmoor, wie kannst du nur? Du bist ja verrückt. Völlig wahnsinnig. Unsere Bilder. Was ist passiert? Hast du sie wirklich verändert? Oh Gott, ich muss hier weg. Warte, das ist ein Missverständnis. Das war's mit dir, Kaufmoor. Du willst Jax, nicht wahr? Es war immer nur Jax, stimmt's? Warum er? Warum nicht ich? Hier habe ich denn keine Liebe verdient? Habe ich dich nicht verdient? Schmerzt dich! Ich mach euch alle fertig! Oh nein! Wir müssen hier weg! Hier! Ist das nicht dein Ernst? Kommt mir nicht! Ich muss schneller! Das war's, Hase! Ist zu stark! Es tut so weh. Jax, halt durch. Du kannst nicht fahren. Was soll ich tun? Das ist dein Ende. Ich bin gleich bei dir, Jax. Das war's wohl. Glück, ich hab schon wieder was gerettet. Pomni, wir spielen das gemeinsam durch. Ich mach euch beide fertig. Was passiert hier? Warum kann ich nichts machen? Ich habe fast mein Hochzeitsgeschenk vergessen. Und ab dafür. Tada! Tut mir leid, dass ich störe, aber... Wow, ein echter Anzug. Wir sind wieder hier. Was ist passiert? Keine Ahnung, ist mir egal. Wir waren auf der Flucht. Ich verstehe das auch nicht. Also, zelebrieren wir diese Hochzeit. Eine Chance.
Pomni, willst du meine Frau werden? Ein Ring? Aber Checks, natürlich möchte ich. Ich wollte das die ganze Zeit schon machen. Ich bin so froh. Checks, ich liebe dich. Hurra, was für ein Anblick. Ich bin so froh, Freunde. Schachmatt, gutes Spiel, Leute. Oh, sie sind verheiratet, wie toll. Ich kann gar nicht glauben, dass wir es getan haben. Ich schon.